Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer knallharten Runde hier in Age of Empires 3. Wir sind am Start auf Rocky Mountains mit Russen und Indern gegen Deutsche und Spanier. Grüße gehen raus. Lukas Amur kennen wir schon länger, mit dem haben wir jetzt länger nicht gespielt, aber ja, das ist kein unbekannter Name hier. Alexander Chief kennen wir nicht. Der ist nur Feldwebel, aber Lukas Amur hat einen ziemlich hohen Second Lieutenant-Rang mit einer 55er Siegquote, also der weiß definitiv, was er tut. Mal schauen, ob wir das hier Ja, Mann, aufhalten können. lieber. Ist durchaus sportlich, weil ja, Russen, Quatsch, Russen, Spanier und Deutsche in Kombination halt extrem rushig unterwegs sind und damit können wir ja nicht ganz so gut. Deswegen habe ich mir hier zur Unterstützung auch die Ruskis geholt und wollen wir mal hoffen, dass das damit irgendwie klappt. Ja, das hoffe ich wohl auch inständig für dich, weil sonst gehe ich dich hauen. Nein, aber also ich werde halt gucken, dass ich in dem Spiel, um deine Frage von vorhin nochmal zu beantworten, relativ viele Sepoys baue statt Gurkhas und du bringst halt dann, also nachdem du deine ersten Musks rausgebracht hast, schon halt idealerweise Strelitzen raus. Davon aber halt einfach eine Shitload und dann pushen wir die halt so schnell wie möglich weg. Korrekt, das ist der Plan. Oh, da unten sind 120 EP. Holy crap. Ja, sorgt dafür, dass der Deutsche sie nicht kriegt. Simple as that. Die Devise ist ja wohl klar. Warum zum Teufel? Okay, das ist merkwürdig. Rocky Mountains haben wir. Entschuldigung. Was noch viel merkwürdiger ist, ist, warum habe ich 100 Gold gesammelt? Das ist irgendwie, macht man nicht. Nö, ist richtig. Davon würde ich auch tendenziell eher abraten. Rocky Mountains haben wir jetzt durchaus länger nicht gespielt. Ist aber eigentlich eine Karte, die wir immer ganz gern gespielt haben, insbesondere halt gerne mit den Indern, weil das rote Fort von denen halt einfach so eine schöne Forward Base einem ermöglicht und man hier, wenn man die beiden Aufgänge kontrolliert, ganz gute Karten hat. Und ich kann bei mir mit dem Blockhaus ein bisschen dicht machen. Vorausgesetzt, ich kriege es sicher aufgebaut. Das ist so ein bisschen die Herausforderung auf Rocky Mountains, dann das rote Fort und Blockhaus halt auch entsprechend zu positionieren. Ja, wir müssen halt vor allem gucken, dass wir nichts gegen die Raids von dem Deutschen verlieren. Das heißt also halt, du kannst mit deinem Kundschafter, wenn du da gerade schon mal sowieso in die Richtung läufst, gucken, ob der halt links oder rechts ist. Und entsprechend auf der Seite sollten wir dann pushen und das müsste ich auch bald wissen. Also insofern wäre es mir auch lieb, wenn du das bald mal schauen würdest. Ja, ich laufe da jetzt rein und guck mal. Guck mal, was Phase ist. Guck du mal, was Phase ist. Ein fast erwachsenes Bärenjunges, das sie zähmen können. Alter, das ist hier schon wieder diese total verkackte, verbuggte Drecksversion von der Karte, wo hier dieser Aufgang so super breit ist. Oh ja, ich sehe Das es. Ja, scheiße. So viel zum Thema, wir schatten das einfach ab. Bei dir ist aber normal, oder was? Ja. Ja, Okay, ich ist habe ja den gut Deutschen bei mir. eigentlich. Okay, das heißt, ich renne zu dir rüber oder was? Ja, weiß ich nicht. Was Dann baue meinst ich das du? rote, dann baue ich das rote vor hier etwa. Ja, finde ich gut. Also ich bin jetzt ein bisschen langsamer, weil logischerweise muss ich jetzt halt mit zwei Siedlern quer durch die Pampa rennen. Dementsprechend bin ich halt also lange nicht am Sammeln, aber I hope it's worth it. Das ist gerade auch irgendwie eine totale Schwachsinnsrunde. Wir spielen Völker in der Kombination, die wir sie nie gespielt haben. Wir wissen nicht so richtig, was wir tun. Das ist also insofern halt hauptsächlich irgendwie einfach mal aus Spaß an der Freude, um das auszuprobieren. Wahrsten Sinne des Wortes ein Freundschaftsmatch und ja, deswegen, ach, fuck my life, Alter. Da stehe ich natürlich jetzt gut. Shit, Auch ja. nett. Jetzt, jetzt, jetzt. Also, Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Also der Typ, nicht du. Ja, bau, 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 bau. Sehr gut. ja, das hat jetzt trotzdem zu lange gedauert, befürchte ich, aber gut. Also der hat wahrscheinlich, wenn es scheiße läuft, seine ersten Leute raus, bevor ich mein rotes Feuer überhaupt fertig habe jetzt. Vorne ist ein Siedlerwagen. Mein rotes, Ja. nicht mein Dein rotes rotes Feuer. Vor. Ja. Lackelader. Ah, verdammt, da hinten killt mich gerade der Scheißhund von dem Spanier.
Ja, stimmt. Wir haben ja auch noch so einen lustigen Woodrush an der Backe. Das wird ja richtig lustig. Gucken wir mal, was der Spanier so eingepackt hat. Der hat nur Holz und nur Nahrung dabei. Nur Holz und nur Gold. Es kann sein, dass er tatsächlich diesen Rodelero-Rush versucht. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Lass mal gucken. Also der Spanier. Lass ich mir direkt Strelitzen schicken, ja, oder? Ja, bitte. Okay. Ja, beides early as fuck, wie man es erwartet. Ja, absolut. Okay. Ah, fuck, Alter. In welchem Tempo der meinen Elefanten abmurkst, dieser Hund. Da hast du deinen Kundschafter da. Kannst du da bitte mal mit draufschießen? Wir können den Hund da nämlich mal rausballern. Okay, ja, bin natürlich mal wieder der Letzte, der fertig ist. Geil. Pass auf, deine Kundschafter. Naja, Ja, meine jetzt ersten wieder. Musketiere sind jetzt da. Okay, ja. 3, 2, 1. 1, 1, 0,5. So, wunderbar. Jetzt kommen meine ganzen Sepoys. Meine 13 Strelitzen sind jetzt jeden Moment da. Gute Sache. Ja, meine 10 Sepoys sind auch so gut wie da. Ich würde dann auch sofort reinpushen. Wirklich brachial. Maximales Feuer und gucken, dass wir da. Ersten 5 sind da. Zweiten 5 sind da. Ja, dann let's go. Ja, auf geht's. Ich lasse mir gerade noch meine 5 Kosaken schicken. Ja. Und mal gucken, Hier ob wir rechts hier. ist ein Tier, totes Tier. Ja, laufe ich schon hin. Ist ein Siedler dran? Ja, abknallen. Ja, aber erst, wenn wir da in der Nähe sind. So, da kommen Ja, die ich hätte noch ganzen. ein bisschen später angefangen, weil. Oh, sind schon mal drei Siedler weniger. Gut, ich laufe mit meiner Kaff rüber und gucke, ob ich irgendwo was raiden kann. Ja, und wir siegen jetzt hier erstmal das Dorfzentrum weg, würde ich sagen. Ja. Und halt gucken, falls noch irgendwo. Da vorne kommen mir gerade zwei Ulanen entgegen. Ja. Okay, hier hinten sind Minutemen gepoppt. Kannst du da mal mit deinen Strelitzen draufballern? Schießt du auf die Ulanen? Nein. Okay, da kommen die ganzen. Okay, da kommen die ganzen Dingens wieder raus. Du musst auf die Ulanen gehen. Die da hinten rauskommen, oder was? Ja, alle tot. Sehr gut. Ja, da haben wir gerade auch nochmal zwei, drei Siedler. Er kann sein Gold nicht einsammeln. Da vorne kommt ein Siedlerwagen. That's how we do it with Russia. Oh, der hat seinen Siedlerwagen noch gerettet, aber das Dorfzentrum ist jetzt down. Ich wollte gerade sagen, das wird Und ihm da auch sein nur Mate Tempo hier auch bringen. nichts irgendwie dazu beigetragen hat, also was heißt dazu beigetragen, aber nichts unternommen hat, um ihn hier zu beschützen, sieht das eigentlich Ja. ganz gut aus. Wir kriegen jetzt von hier hinten eine richtig fette Rodolero-Armee. Ja, das ist ja das, was ich schon gesagt hatte. Aber wir haben die Siedler alle tot, oder? Ja, ich schieße da jetzt auch gerade schon mal auf die Rodeleros drauf. Ich schicke da jetzt auch gleich endlich direkt mal einen Siedler hoch, Ich der da auch. guckt, dass er die Kisten da Pass absammelt. auf deine. Ja, die Ja. sollen da ja ein bisschen Zeit erkaufen, alles gut. Gut. Aber wir müssen da jetzt trotzdem hin und die Ja, ich laufe da Rodeleros gerade da schon abholen. hin. Gut. Ich habe jetzt auch nicht gesehen. Okay. Ja. Ja, alles klar. Kurz und bündig, aber gut. Von Alexander Chief kam halt da auch wirklich nicht wirklich was. Ja. Sorry, ich didn't Oh boy. Ja, aber es ist echt gut, dass wir den Sack hier so schnell zugemacht haben, Ja, weil es jetzt ist auf der halt. anderen Seite steht schon ein Stall und halt auch die Kaserne, die hätten sonst mich jetzt halt weggepusht. Ja, es ist. Also, wollte gerade sagen, die Rodoleros, die hätten halt auch richtig übel kommen können in dem Moment. Und es
Es ist das, was man spielen muss. So mit Russen insbesondere, weil die halt ansonsten nichts drauf haben. Also entweder schafft man es am Anfang. Ich meine, ich habe mich jetzt auch voll committed, ne? Ich habe mir halt nur Units schicken lassen. Ich weiß nicht, Hat ja ich auch glaube, ein funktioniert. Rematch machen. Ich sag, hat ja auch funktioniert. Genau. Ich glaube, ein Rematch machen wir jetzt nicht, aber das war so eine kurze und bündige Runde, dass ihr definitiv hiernach noch ein Video sehen werdet. Hat aber, also weiß nicht, ich war zufrieden. Ich meine, das ist halt das, was ihr von uns nie seht. So Die Hard Rushes, wir lassen uns sofort die Units schicken und ihr glaubt gar nicht, wie viele Matches wir genau gegen solche Strategien verlieren. Also ich meine, insbesondere die Russen haben halt am Anfang mit den 5 Kosaken und 13 Strelitzen einen super, super starken Start. Und ich meine, als Deutscher, wenn du halt nicht mal deinen FF rausbekommst, der hat halt auch relativ greedy gespielt, indem er sich erst noch das Holz hat schicken lassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hier Ich glaube, vorne. das Holz kam nach dem Gold, Nee, ehrlicherweise, aber andersrum. es ändert ja Definitiv nichts. andersrum. Er hat das Okay. Holz schon abgesammelt und die 700 Gold liegen hier noch unangefasst praktisch. Aber so, dann hat er, klar, hat sich halt einmal Units schicken lassen, dann noch einmal die Ulanen schicken lassen, hat seine Ulanen vorher gesichert, dann noch Minutemen, aber gegen eine Doppelarmee in der Basis machst du halt auch nix, ne? Und Ja. ja, jetzt die Rodoleros, wenn die da gewesen wären, wäre das schon wieder was anderes gewesen, aber die standen halt hier vorne bei dem Spanier. Ja, das hätte Mann. man halt auch genau timen müssen, damit das irgendwas bringt, ne? Weil Also. der Deutsche hat sich genau auf die andere Seite gestellt. Guck mal, das Ja. ist Nee, nee, auch. ist klar. Die stehen beide vor meiner Basis. Und die hätten uns Also. jetzt komplett kaputt geraidet mit Ulan, so. Das wäre echt schwierig geworden, da mit unserer Völkerkomposition was gegen zu machen. Ja. Nee, aber das war ja klar. Also, es war ja halt ein One-Shot und entweder funktioniert er halt oder funktioniert er nicht. Ja, und in dem Spiel hier hat er mal für uns funktioniert. Aber viel zu besprechen gibt es da jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr. Insofern, vielen Dank an die beiden fürs Mitspielen. Beste Grüße gehen raus. Und ja, man hört sich in zukünftigen Videos, beziehungsweise bis gleich. Exakt. Hallo, liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires 3. Und wir haben ein ja, heftiges Spiel vor uns mit Briten, Franzosen gegen Briten, Portugiesen. Das sind beide Second Lieutenants. Wir spielen auf Himalaya. Wollen wir mal schauen, was das hier so gibt. Ein Spiel auf Himalaya vermutlich. Ja, das ist vollkommen korrekt. Deine Tiefsinnigkeit, Tiefsinnigkeit, ich weiß es nicht. Also Tiefsinnigkeit gibt es nicht, wenn schon Tiefsinnigkeit. Und die überrascht dich immer wieder, ja, ich weiß. Das war auch meine Intention. Aber jetzt mal ernsthaft, wir müssen viel Spaß in Gluik. Okay. Da hat jemand scheinbar kein deutsches Keyboard. Anyway, also, back to the more important stuff. Wir haben insofern ein etwas schwieriges Spiel vor uns jetzt, dass wir gegen zwei sehr, sehr boomstarke Völker spielen mit Portugiesen und Briten. Ich bin auch am Überlegen gewesen, ob ich Briten spielen soll. Doppelboom sozusagen. Ja, richtig. Aber also das Problem ist so ein bisschen, man ist mit Briten halt einfach immer sehr schlecht aufgestellt, wenn es darum geht, etwas gegen zum Beispiel starke Goons zu tun. Bitte? 400 EP, Schatz. Ja. Leco mio. Ja, nein, mit Briten hat man ein Problem gegen Goons, vollkommen richtig, weil die haben halt ehrlicherweise nur in Anführungsstrichen diese Longbows. Und die sind immer so ein bisschen schwierig von der Animation sinnvoll einzusetzen. Exakt, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, auch ein Volk dabei zu haben, was dagegen etwas tun kann. Und dementsprechend bin ich halt jetzt nicht mit Briten hier, sondern mit Franzosen. Bin ich so richtig glücklich mit der Entscheidung, weil ich mal halt ganz ehrlich sagen muss, dass ich zwar natürlich Franzosen gut kann, aber gegen eine Portugiesenwirtschaft, okay, pass auf, hier stirbt gerade der Schatz. Kannst du da mal runterrennen? Ja, bin auf dem Weg. Ich nehme jetzt aber mein normales Rush-Deck mit, ne? Weil ich werde ja recht lange im zweiten bleiben und ich brauche da auf jeden Fall Karten und so. Ja, nimm irgendwas mit, womit du schon ein bisschen Late-Game-Potenzial hast. Ich Wo denke, du wirst stirbt es jetzt der brauchen. Schatz? Aber der ist schon zu spät, glaube ich. Wobei, nee, da steht noch ein meisterloser Samurai. Da hat der Gegner gerade den zweiten meisterlosen Samurai rausgeschossen. Ach, Das das heißt, du ist die kannst ja die Affenfamilie. Affenfamilie. Ja, aber schadet ja nichts. Also, das ist ja eine ganze Familie Affen, wie der Name schon sagt. Damit haben wir halt erstmal tausende von Speeren am Start, ne? Ja, ist nur gar nicht so einfach dahin zu kommen, ehrlicherweise. Ja, diese Klippen, die sind so ein bisschen blöde platziert, ne? Ja.
Das Ding ist auch so ein bisschen, also mir bringt jetzt halt mein ganzes Holz nichts, weil ich kann ja keine Handelsposten damit bauen. Wobei, doch kann ich. Die sind hier nicht, das sind hier nicht diese Schatzhandelsposten, ne? Hier vorne startet der gerade übrigens noch einen. Ja, das sind ganz normale Handelsposten, oder? Kurze Confirmation von dir bitte. Ja, das sind ganz normale Handelsposten, das ist hier nicht Seidenstraße. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nein, 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 ihr killt mal keine weiteren Tiere, bitte. Wenn du jetzt gegen diesen Tiger verreckst, dann werde ich beleidigt sein. Nee, 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 alles gut. Nein, ich spreche mit meinem Kundschafter. Komische Angewohnheit. Ich weiß. Bin ein bisschen merkwürdig. Ihr beide geht schon mal ein bisschen Gold sammeln. Ja, die Frage ist jetzt, also ich hatte jetzt an so ein Semi-FF gedacht, Ja, ehrlicherweise. same. Wäre das in deinem Sinne, dass ich das machen würde? Ich bin so überlegen, ob du nicht ein Die Hard FF machst, weil von den Franzosen wird nichts kommen und der Brite wird boomen. Ich meine, wir müssen ein bisschen Ja, aber ich gucken. würde halt Warte gerne so, mal. ich würde gerne so ein bisschen raiden halt, weißt du? Was hat der denn für ein Deck dabei, der Franzose? Okay, der Der hat aber Franzose ist ein kein. Portugiese. Der Portugiese hat aber kein richtiges FF-Deck dabei. Also ja, machen Semi-FF ist okay. Nee, wollte gerade sagen, im Gegenteil, das sieht eher nach Early Pressure aus, wenn du mich fragst. Ja. So, erster Handelsposten steht jetzt auch. Zweiter, den werde ich erst nach dem Agent bauen, aber also ich gucke, dass ich mir auf jeden Fall möglichst viele von denen sichere. Also eventuell gehe ich sogar bis zum dritten durch. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Bis zum vierten. Nein, Handelsposten. Ach so. Meine ich. Nicht Age-Handelsposten. Ja, das finde ich auch keine schlechte Idee, ehrlicherweise. Ja, ich muss gucken, ob ich es hinkriege. Also das muss ich gleich mal gucken, wie es mit dem Holz ausgeht. Aber ja, wie gesagt, ich schaue. Ich gucke schon, dass ich jetzt Okay. einige. Ach Goddammit, mein Kundschafter stirbt da jetzt gerade. Bist du da irgendwie gerade zufällig in der Nähe? Ja. Also einigermaßen. Hier vorne kommt übrigens ein Stall. Von wem? Von dem Briten. Das heißt, ich gehe mal erstmal auf Musketiere. Okay, ja, mach du mal. Das Ding ist so ein bisschen, der hat mich jetzt hier von einem Handelsposten vertrieben. Dem war wohl klar, dass ich den jetzt bauen wollte. Jetzt habe ich hier halt das Holz leider floaten. Das ist nicht ganz im Sinne des Erfinders. Ja, ich versuche mich nochmal ranzutrauen. Ja, ist weg, sehr gut. So, dann erstmal die drei Husaren. Ja, ich guck mal, dass ich relativ früh irgendwie hier die Kaffüberlegenheit erlange, wenn es irgendwie mir Ja, gelingt. meine ersten Musk sind im Bau. Exzellent, weitermachen. Hier vorne steht auch eine Kaserne. Okay, Ein von den Siedler. Portugiesen dann oder was? Ja. Ja, die beiden Siedler, die hole ich mir jetzt direkt. Ja. Ich baue direkt noch eine zweite Kaserne, wenn die so früh kommen. Ja. Wenn die es wissen wollen, dann wollen sie es wissen, klar. Da sind die beiden Siedler. Meine drei Husaren sind gerade eingetroffen. Die beiden Siedler, die kriege ich auch direkt. Das Problem ist, den Handelsposten, den kann ich mir so natürlich nicht holen. Da sind direkt Musketiere. Die kannst du gerne mal, wenn du magst, irgendwie angreifen. Da kann ich halt nicht so. Ja, okay, hier kommen die gegnerischen Husaren. Das sind aber weniger als ich habe. Da kriege ich direkt meinen Husaren für Lau, hoffe ich. Zumindest halbtot. Okay, hier kommen aber jede Menge Units. Wo bist du? Ich habe gerade Probleme, aber ich komme jetzt. Ich komme zu Ja, dir runter. bitte Du warst zu jetzt. weit. Also. Das war zu weit weg von meiner. Ja, ich weiß auch nicht, warum du dich so weit nach hinten da verlegt hast, Ich aber. habe mich nicht weit verlegt, die Karte ist einfach nur fucking weitläufig. Ja, aber also du bist ja noch nicht mal in der Nähe von der Handelsroute mit deiner Forward Base. Ich habe da jetzt halt echt viel Kaff verloren, leider ziemlich unnötig. Versuch dir da zu helfen, wenn es irgendwie geht, aber. Ich habe gerade so ein schlechtes Ressourcenmanagement. Ja, ich merke das schon. Shit. Ready, men. Come on. He won.
Ja, mein einer Handelsposten ist mir schon wieder weggesieged worden. Ich habe alle meine Husaren verloren. Ja, du warst da ein bisschen langsam, Bro. Also. Ich weiß auch nicht, warum du deine Forward Base in deiner Basis gefühlt Nein, hab ich nicht. Hast. Hab ich nicht. Ich habe die relativ weit vorne gebaut, aber halt nicht ganz weit vorne. Gehen wir mit den Husaren da nicht weiter rein. Ich habe jetzt zwei Kasernen. Ich habe die jetzt auch endlich mal ausgelastet. Ich bin einfach mit den beiden Kasernen überfordert gewesen. Ja, toll. Also, ich habe keinerlei Ressourcen mehr. Ich habe meine Husaren halt alle auch verloren. Jetzt verliere ich halt auch noch meinen letzten Handelsposten und ich habe halt gerade teuer die Verbesserung für die Handelsroute gemacht. Ich komme nach vorne. Ich komme jetzt mit 16 Musketieren wieder. Ich habe beide Kasernen. Ich versuche die ausgerüstet zu lassen und ich versuche jetzt wieder nach vorne zu kommen. Ja, dann lauf, 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 lauf. Ja, ich bin dabei. Der Handelsposten nämlich gleich weg. Ja, den Handelsposten werden wir, glaube ich, nicht mehr ganz retten können, aber ich versuch's. Der hat auch mehr Musketiere als du. Ich habe deinen Handelsposten, habe ich gerettet. Ja, gerade so, wie es aussieht, ne? Aber ist ja okay. Da kommen die Musketiere wieder, Feuer, Feuer, Feuer. Da drauf, komm, wir müssen die jetzt ja wegpushen. Also, die Husaren laufen jetzt alle und gehen raiden. Das Problem ist, der rüstet jetzt auch aus, um auf Musketiere. Ja, ich weiß. Versuch zu raiden mit deinen Units. Ich kann nicht, der hat mehr Husaren als ich. Wenn's blöde läuft, dann sterben wir die alle weg. Der hat hier vorne sein. Der kommt jetzt aber zu dir mit seinen Husaren, das muss dir klar sein. Das andere ist, guck mal, ob es irgendwie möglich ist, ein paar Longbows zu bauen, bitte. Okay, hier kommen jetzt die ganzen Husaren zu mir. Fuck my life, Alter, ja gut. Der hat da Lindman gerufen, ich muss da raus, ich kann da nicht weiter reinpushen, das geht nicht. Ja, schade eigentlich. Ich weiß nicht, wo die ganzen Husaren gerade hin sind. Ich finde sie nicht mehr. Zweifelsfalle sind die hier oben zu meinen Siedlern am Laufen. Ja, sind sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die Husaren alle hin sind, sorry. Da sind sie. Okay, wie viele sind das? 6, 7. Okay. Ich bin mit 9 hinterher. Ja, mach mal. Fuck, mein Typ liegt auch tot auf dem Boden. Das ist ein bisschen doof. Kannst du mal mit deinem Kundschafter, meinen Kundschafter, raisen gehen? Nee, mein Kundschafter ist auch down. Fuck. Wo sind die denn jetzt zum Teufel? Keine Ahnung, ey. Ja, ja, fuck my life. Sie sind hier oben bei meinen... Verdammt, ja, okay. Wo ist dein Kundschafter? Da, vorne bei dem Handelsposten. Wird geraced. Okay, danke. Kriegst du die Husaren? Ja, kriegst du, gut. Gucken wir mal. Erstmal haben die mir aber halt noch meinen Siedler abgerissen. Commandment? Yes, Gadara. Imene Hunte. Okay, die pushen wieder auf deinen Handelsposten. Ich gehe da unten gegen die Musketiere. Ich habe mehr als der da definitiv gerade hat. Ich habe 48 ja, Musketiere. Ja, aber da kommen auch noch jede Menge Husaren dazu. Auch die werde ich wegbekommen, denke ich. Ich komme da wieder mit hin, aber... Pass auf, da kommen jede Menge Husaren, aber wirklich jede Menge. Ich fange jetzt erstmal hier die 5 ab, die ich die ganze Zeit gechased habe. Das sind 7 Husaren für Lau, die jetzt hier praktisch nicht mehr rauskommen. Kannst du deinen Handelsposten reparieren? Nee, nicht das Holz für, sorry. Aber. Alter, wann ist mir denn. Ich weiß nicht, wie viel er eben hatte, aber jetzt sollte ich eigentlich wieder mehr Husaren haben als er, hoffe ich. So, dann bitte einmal das erforschen. Reicht das, um den Handelsposten zu reparieren? Pass auf, da hinten an der Forward Base, da waren vorhin noch viele Musketiere. Ich würde jetzt nochmal versuchen, da rein zu pushen. Ich habe da über 50 Musketiere stehen. Ja, yeah, ich bin da auch da. Okay, da sind die Husaren. Okay, die wollen es aber nicht so richtig. Pass auf, da sind auch ein paar Crossbows, wie es aussieht.
Ich meine, die werden jetzt, ich denke mal, der Portugiese versucht ins nächste zu kommen. Ja, hundertprozentig. Wobei da unten kommen auch echt nochmal viele, viele Units. Ich schmeiß mich da jetzt in die Husaren rein. Ich schieße schon die ganze Zeit die Musketiere raus, so gut es geht. Lauf nicht in die Musketiere rein, ne? Also. Ja, so ein bisschen werde ich das wohl tun müssen, also. Boah, Alter, mein Einheitenmanagement ist on point in dieser Runde. Und das sage ich komplett ohne Ironie. Blöd ist nur, dass die Hälfte von meinen Siedlern gerade nicht sammelt. Ja, ich habe halt alles bis auf 8 Husaren verloren, aber. Aber ich habe da immer noch Musketiere stehen, wie blöde. Ja. Sollte so langsam halt auch der Punkt kommen, wo ich von einem Portugiesen erwarte, dass ihm halt gegen. Guck mal, ob du raiden kannst. Die können hier kein Militär mehr gerade irgendwo anders noch rumstehen haben. Alles klar, wo soll ich denn hin raiden? Weiß ich nicht, ja, irgendwo gut, hin. Ja, jetzt ist eh zu spät. Ich kann ja nicht mehr raiden gehen. Jetzt hat er halt sofort wahrscheinlich Instant Goons. Die berühmten Instant Goons. Das ist eine neue Nudelsuppe. Die wird er aber hier vorne hinstellen müssen, denke ich. Ja, aber ich hau da jetzt erstmal ein paar Siedler kaputt. Ja, ich guck, was ich kann, aber also das Problem ist halt, langsam aber sicher werden wir halt eben hinter den Portugiesen zurückfallen, also zumindest ich. Nicht zwangsweise, aber. Aber ich habe inzwischen halt auch schon die gebufften Musketiere, also ich habe. Und ich habe Pump aus 2 Kasernen durchgehend. Ich habe jetzt ernsthaft, habe ich jetzt volle Häuser. Wow. Gibt jetzt schlimmere Probleme oder sehe ich das falsch? Nicht, wenn man noch mehr Militär aufs Feld holen will. Dann ist das schon ziemlich scheiße. Ich habe das Dorfzentrum vorne weggesiegt bekommen. Oh Gott, Alter. Ja, schon wieder so ein etwas anstrengendes Spiel. Ich meine, ich habe halt wirklich knallhart hier meine Britenwirtschaft hingestellt. Kannst du irgendwie ins Dritte? Was brauchst du? 1000 Gold. Okay, 1000 Gold habe ich leider nicht. Ich hätte Nahrung, aber. Ja, davon habe ich selber 2000, dankeschön. Aber ich bin jetzt gerade dabei, möglichst viel noch auf Gold zu shiften und ich suche hier die ganze Zeit verzweifelt nach Siedlern. Es kann eigentlich nicht sein, dass ich hier nirgendwo Siedler finde, aber. Hier oben steht eine zweite Forward Base von denen. Okay. Ich höre jetzt mal auf, Dingens zu spammen, Susan, und knall mal da die Siedler ab, die da stehen. Was denn? Ja, der hat seine Kaserne gerade noch so fertig bekommen, leider. Ja, passt schon. Kann er sie immerhin nicht mehr canceln, ist auch gut. Boah. Da oben sind Siedler, da sind richtig viele Siedler am Sammeln. Drauf da. Ich bin auch gerade mit allem am Hinlaufen. Insbesondere auch britische Siedler, die kann er nicht mehr so ohne weiteres hinstellen. Bevölkerungslimit zu hoch. Schon wieder poppt. Okay, gut. Jetzt wird halt gleich irgendwann, wird halt von dem die... Die Gunenbevölkerung irgendwo hier anrücken, ja klar. Ja. Okay, hier kommt ein Wall. Okay, und hier unten sind 2 Rebos, die hau ich jetzt erstmal weg. Die ja, sehr gut. Ich komme da unten rüber. Der hat direkt Instant Minuteman gecallt, aber damit wird er die auch nicht mehr retten können. Da oben ist noch ein Siedler, den kannst du noch mitnehmen. Ja, arbeite dran. Ich age. Ich auch. Ich habe nämlich gerade auch die Ressourcen zusammenbekommen. Ja, und da callen sie GG. Ich finde das übrigens schön, dass wir uns das voll angewöhnt haben mit dem da callt er GG so. Es ist halt eigentlich eine englische Redewendung, Alter, ich kann auch nicht mehr reden. Eine englische Redewendung. Oh, Bro. Schön, eine Redewendung. Okay, aber der hat aufgegeben, den müssen wir nicht mehr umbringen. Und hier kommen jetzt noch so Passadores an, die können wir jetzt eben gerade auch nochmal kaputt hauen. Ja, aber da haben wir wirklich schön den Hahn abgedreht, als die FF versucht haben. Ja, und vor allem, also dass ich da jetzt gerade durch Glück halt auch noch die Rebos in der Basis ungeschützt erwischt habe, das war halt auch echt lucky. Ja, auf jeden Fall, das war juicy wie sonst was. Ich habe wirklich, wirklich gut gespielt. Ich meine, das war jetzt schon wieder ein ziemlich kurzes Game. Nein, am Anfang habe ich es richtig verkackt, deswegen ist dir da einmal die Kaff komplett verstorben. Aber diese Infanteriemassen, die ich hier dann mobilisiert habe im Laufe des zweiten, durch diesen etwas späten Start, ich habe halt etwas zu spät meine Kaserne gebaut, aber so, das war halt greedy.
Okay, jetzt hat er keine Lust mehr. Oh Gott. Jetzt so Revolution. Boah, holy shit, ey. Erstmal durcharbeiten. Atmen. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit den Nerven. Ja, du quatschst hier irgendwie nur noch Blödsinn zusammen, das stimmt schon. Nee, aber man sieht halt, also der. Du warst besser als der andere Brite wirtschaftlich. Ich war deutlich besser als der gegnerische Portugiese. Also wundert mich auch nicht bei einem FF natürlich. Aber ich war auch nicht viel besser als der Brite. Am Anfang haben wir uns sehr die Stirn gehalten, mit dem Unterschied, dass er deutlich mehr Militär rausbekommen hat am Anfang. Wobei deutlich mehr war das gar nicht. Es war einfach nur ein bisschen schneller. Du siehst, ich habe dann meine. Gereicht. Ja, genau. Er hat halt am Anfang wirklich. Ich glaube, er hat sich Musketiere schicken lassen, weil er hatte nur eine Kaserne hier vorne, glaube ich. Ich bin mir aber jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Oh, naja, er hat ja bei seinem ersten Pop ist er ja direkt von 0 auf 10 hoch. Genau, also deswegen glaube ich, er hat zwei Kasernen stehen oder er hat sie sich geschickt, ich weiß es genau, nicht. Genau, ich glaube, da stand nur eine Kaserne, das heißt, er wird sich 6 schicken lassen haben und das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir natürlich 700 Wood, 5 Siedler, ich habe halt sehr greedy mir meine Einheiten schicken lassen. Das sieht man auch an der Dorfbewohnerbevölkerung, da habe ich ihn halt ziemlich überholt. Ja, das Problem ist halt, wenn du deine Musketiere vernünftig microst und du halt einen Verbündeten hast, der mit Husaren... gegnerische Husaren so ein bisschen anhittet, sodass sie nicht mehr weglaufen können, dann habe ich ein Problem, weil also ich kann mich halt aus diesen Engagements nur sehr bedingt rausziehen. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, noch möglichst viel Damage zu machen. Ich hätte eventuell also mal diese Strategie aller, ich lasse einen Husaren zurück und versuche den Rest rauszuziehen, irgendwie machen können. Das wäre in dem Fall, glaube ich, sinnvoll gewesen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du deine Forward Base so weit zurückgesetzt baust. Also ich bin davon ausgegangen, dass du die auch ähnlich weit vorne baust wie die. Das Problem ist ja, guck dir mal Himalaya an, ne? Das war ja schon eine riesen Distanz von meiner Basis weg in Richtung der Gegner und in Richtung von dir. Die erste Kaserne meine ich jetzt. Die zweite habe ich dann ja noch weiter nach vorne gelagert, aber du hast recht, es war zu weit und das Problem ist halt, die standen ja wirklich direkt an der Handelsroute. Ja. Und ich meine, ich habe mich halt auch von meinem Bild her relativ wirtschaftlich ausgelegt, weil wir ja das Gefühl hatten, der könnte ein FF machen und so. Und ich, also eigentlich nicht. So, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass er ein FF macht. Mit dem Push haben wir gerechnet, seit wir die Decks gespäht haben. Aber da, ich weiß nicht, ich habe es dann irgendwie nicht gut geschafft, mein Bild dann zu beschleunigen. Ich habe mir, wie gesagt, 700 Wood, 5 Siedler. Das ist halt super greedy. Und ich habe dazu noch den Fehler gemacht, dass ich nach dem Agent irgendwie, ich habe kurz vorm Agent noch ein Haus gebaut. Und hat meine Kaserne nicht sofort in Bau nach dem Agent. Das darf mir ja eigentlich nicht passieren. So, es hat nicht ewig lang gedauert, aber es hat mir halt so einen leichten wirtschaftlichen Boost gegeben und dafür halt meine Einheiten verlangsamt. Und dadurch, dass du halt dann am Anfang da alleine standest, hast du einmal richtig übel eingesteckt. Ich glaube aber, es hat sich trotzdem ausgezahlt in dem Spiel jetzt. Ich würde es nicht wieder so machen, aber es war schon okay, weil ich danach so viele Einheiten rausgeschwemmt habe. Ja, aber ob das jetzt an einem einen Haus gelegen hat, das wage ich doch zu bezweifeln. Nee, aber die Kombination halt, ne? Das Haus, die 700 Wood, also klar habe ich dann weniger, wenn ich mir keine Einheiten schicken lasse, aber ich glaube, die 700 Wood haben sich hier ausgezahlt. Die 700 Wood würde ich mir immer als erstes schicken lassen, völlig unabhängig. Also sich die als erstes die Musketiere schicken zu lassen, sabotiert deine Wirtschaft halt so hart im Vergleich zu den 700 Wood. Das kannst du halt nur machen, wenn du den Sack dann wirklich dicht machen willst. Ja. Und der Punkt ist halt auch, sie haben ja keinen wirtschaftlichen Schaden bei uns gemacht. Das war der große Vorteil, dass du die Ulan gecaptured hast, bevor die wirklich Raids machen konnten. Husan, aber ja. Ja, die Husan, ja, nicht Ulan. So, du hattest zwar zwischendurch du hattest zwar Verzögerungen im Bau von Dorfbewohnern, sogar ziemlich üble, wenn ich mir das so anschaue, aber du warst halt immer noch gleich auf mit dem Portugiesen, weil der sich keine Siedler schicken lassen kann. Und ja, das mit der Verzögerung zwischendurch, das liegt aber eher daran, dass die Supply geblockt war, ehrlicherweise, das hatte damit nichts zu tun. Aber ich meine, trotzdem hattest du halt deswegen eine höhere Ressourcenrate und dadurch, dass die ja mit ihren Raids, mit den Usan-Raids auch nichts wirklich geschafft haben, die haben ja keine Siedler gekillt oder so. Also das wäre halt das Risiko gewesen, dass du am Anfang deine Kavallerie verlierst und uns dann seine Kavallerie komplett zu Tode harassed und raided. Aber das er hat die Kavallerie halt zum Glück einmal nochmal blöde weggeschmissen. Also der hat ja zwischendurch mal, also bei diesem Push auf meinen, Alter, hier ist diese Karte hat so broken, ich schätze, 5% Rabatt auf die meisten Münzkosten. What the fucking hell? Ja. Aber ich finde also auch die 400 XP ist auch krass, aber dafür musst du halt auch erstmal 16 Tiger oder so töten. Ja, schon recht. Hier, das sind 3 flüchtige Räuber und ein Tibetenmakak. Okay, na gut.
Nee, aber also das Ding ist halt so ein bisschen dadurch, dass er da bei dem Push auf meinen Handelsposten auch nochmal 7 Kavalleristen verloren hatte oder so, waren wir dann etwa wieder gleich auf, was die Kavallerie angeht. Also wenn du mal Ja. Bevölkerung Militäreinheiten guckst, er hatte da halt echt unglücklich viel weggeschmissen. Ja, auf Er jeden war bei Fall. 44, ich war bei 32, dann hat er plötzlich welche verloren und dann sind wir ab da nur noch gleich auf gewesen. Ab da haben wir dann ja auch das, also dadurch, da habe ich ja dann langsam wirklich gewonnen an Bevölkerung, ne? Ich meine, der Brit hat dann da auch noch mal irgendwie 15 Musketiere ziemlich unangenehm verloren und dann haben wir den ja einmal komplett zusammengeschossen, weil ich da einfach alleine schon fast so viel Armee hatte wie die. Und zusammen mit Ja. deiner Kaff haben wir die halt komplett überrannt in der Forward-Basis, trotz in der vorgelagerten Basis, trotz seines Dorfzentrums und des Außenpostens, ne? Also Portugiesen haben natürlich den Vorteil, dass sie ihr Dorfzentrum an die Front stellen können und da dann auch eine ziemlich heftige, ja, Verteidigungsposition einbauen oder aufbauen können. Oh, aber das war ein heftiges Game, ey. Wow. War auf jeden Fall nicht übermäßig eindeutig. Jetzt zum Ende hin natürlich, aber am Anfang war es schon ziemlich stressig und hektisch und es tat mir sehr leid, aber das war hauptsächlich wegen mir so eng für uns, weil du dich da echt alleine stellen musstest am Anfang. Ich war echt zu langsam mit meinen Units. Dafür hast du es ja nach hinten hin rausgerissen. Fakt ist jedenfalls, ich denke, das Game war ein schönes Game, das kann man auf jeden Fall hochladen, aber es ist ein bisschen kurz, deswegen haben wir damit, glaube ich, unser zweites Spiel für das ganz, 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 ganz kurze Rush-Game, was wir eben schon gespielt haben, mit Innern auf meiner Seite und den Russen auf deiner und die werden wir dann dementsprechend hier zusammenschneiden und das dann als ein Video präsentieren, denke ich mal. Genau, absolut korrekt. Das gibt dann so 40 Minuten, schön abwechslungsreiche, aber kurze Games und kurz und knackig, wie man so will. Und dann gleich zwei davon, da freut man sich doch sicherlich als Abonnent dann drüber. Ja, zumindest mal was anderes, wa? Nicht immer nur Ja, Japaner. richtig, nicht immer nur Japaner. Ja, das ist im Moment echt so ein Problem. Das war krass. Ich Japaner! muss jetzt erstmal, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt erstmal duschen gehen. Aber ich habe vor allem, was mein Einheiten-Controlling angeht, hat das echt gut funktioniert. So, also ich habe mit meinen Musketieren so gute Deals hinbekommen, als ich sie dann mal hatte. Naja, gut, genug des Eigenlobs. Das stinkt ja bekanntermaßen zum Himmel. Insofern, vielen Dank Ja, erst recht, euch. wenn du jetzt duschen musst, aber. Richtig, das stinkt dann in der Tat. Vielen Dank euch fürs Mitspielen an euch beide. Zumindest Magic war, glaube ich, ein deutscher Zuschauer, ne? Ja, war Wir wissen er. nicht, ob er Zuschauer ist, aber wir Ein wissen, dass deutscher er dort Spieler, ist. genau. Vielleicht kennt er uns ja. Insofern beste Grüße gehen raus und ansonsten vielen lieben Dank an euch fürs Zusehen bei den beiden Spielen heute. Ja. Man hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen. Adieu.